Sommerkaufen! Stopp! Auch! Du musst einlenken! Gerade! Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Hallo? Hallo? Ich muss mich mal kurz kratzen. Oh, war nicht so schnell. Ja. Boah, was ein Loch. Einfach durch. Wie die gucken, Digga. Das ist so. Talon! Nee! Die sich erschrocken hat. Die Ziege ist so voll zusammengezogen. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute haben wir etwas ganz Cooles vorbereitet für euch. Und zwar hat der Schuldirektor neben mir hat sich das Schuldirektor-Auto gekauft. Und heute werden wir euch mal dieses wundervolle Prachtstück zeigen und vorstellen. Super. Was sagst du dazu? Ja, was sagt ihr dazu, ne? Ihr habt ja schon ein bisschen was gesehen. Also tiefer geht auch nicht, ne? Ja, doch, hast du. Ja, eben, ja, geht noch tiefer jetzt. Das ist Fahrhöhe. Ne? Das ist Fahrhöhe. Sollen wir erstmal anfangen, wie das überhaupt gekommen ist? Ja. Die Leute, die mich kennen, die wissen, ich tausche gerne meine Autos. Dann hatte ich keinen Bock mehr auf meinen TT, der war soweit fertig. Dann habe ich ihn inseriert und auch Tausch drauf geschrieben. Und dann hat der sich gemeldet. Und irgendwie habe ich dieses Auto direkt gefühlt, weil das ist ja ein Jetta 2, das ist aber auch Golf 2, wenn du jetzt hier die, du kannst vom Golf 2 die Front reinmachen, sieht ja von vorne aus wie ein Golf 2. Das Einzige, was halt anders ist, ist halt hinten, dass der Jetta, man hat immer gesagt, das ist der Golf mit Rucksack, weil er hinten so einen langen Kofferraum dran hat. Ne, ist wirklich so. Ja. Weil hier die Tür ist gleich, das ist jetzt ein Coupé, das ist auch echt selten. Also seltener wie ein Fünftürer. Wäre das ein Fünftürer, wäre die Tür auch gleich wie beim Golf 2. Ja, und dann ist halt hier der Rucksack, ne? Das sagt man halt Golf 2 mit Rucksack. Ja, sah auf den Bildern ganz gut aus. Also ich habe jetzt lacktechnisch an dem Auto gar nichts gemacht. Er lief im Stand wie ein Sack Nüsse. Das Problem ist, die Leute in meinem Alter, die wissen gar nicht mehr. Also ich weiß, wie es geht, aber Vergaser und Zündung einstellen. Das ist halt alles mechanisch, aber das kann man ja noch mal schnell zeigen. Und beim Bremsen, wenn ich gebremst habe, hat das immer geknackt vorne. Dann habe ich schon mal gesucht, gemacht. Einmal war das jetzt vorne. Radlager links. Ja, vorne. Radlager links, das sieht man sogar noch an der Bremsscheibe ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das drauf kriegst, diesen Rost. Ja, nee, kriege ich jetzt nicht drauf. Aber ist ja Wurst. Auf jeden Fall, das war total im Arsch, das habe ich gemacht. Und dann habe ich gedacht, was kann das noch sein? Dann habe ich mal alle Schrauben einfach kontrolliert und die Querlenker waren einfach lose. Super. Handwarm. Ich bin dann mit 300 Kilometern nach Hause gefahren. Ja, ansonsten, das habe ich halt jetzt alles schon gemacht. Ja, da ist ein Luftfahrwerk drin, wie man jetzt wahrscheinlich schon gesehen hat oder auch nicht. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, sollen wir das rausschmeißen, Gewinde und H-Kennzeichen machen, weil aus diesem Grund kriegt dieses Auto kein H-Kennzeichen, wegen dem Luftfahrwerk. Ja. Das ist ehrlich cool. Also an sich, im Endeffekt, wir haben das Auto, oder der Harry hat das Auto jetzt so gekauft und ich würde schon, also meiner Meinung nach braucht dieses Auto schon H-Kennzeichen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich stehe ja allein da technisch zu, das Auto kostet mich jetzt 400 Euro Steuern im Jahr. Das ist so der Hauptgrund. Achso, ein H-Kennzeichen ist günstiger? Ja, das ist irgendwie 190, 180 oder so. Ja, irgendwie okay. Sowas. Und mit einem H darf ich auch in die Stadt rein. So darf ich mit dem Auto nicht in die Stadt rein. Das ist so das ist die Hauptsache. Also ich mal, weil ob die Leute es wissen oder nicht, ich fahre damit jeden Tag, ne? Ja. Ich fahre damit auch mal im Winter, ich hab da auch, da waren so komische Audi-Felgen drauf und so ein Gabba-Style, das war auch nicht meins, die sind jetzt ATS Cup, die habe ich erstmal gebraucht gekauft. Das sind auch Felgen, die da eigentlich so für mich drauf gehören. Die werden aber noch irgendwann neu gepulvert oder ich lasse sie lackieren, muss ich mal gucken. Hab da jetzt aber schon mal vier neue Alwetterreifen draufgeschmissen. Ja. Weil ich fahre das Ding auch. Wenn es jetzt dick schneit, dann lasse ich es stehen. Ja, aber es muss halt fahren, das Auto. Für mich ist egal, ob das 40 Jahre alt ist oder 30 oder 5, es muss fahren. Das Auto ist übrigens, wie man auf dem Kennzeichen sieht, Baujahr 84. Das heißt, die Karre ist einfach mal 40 Jahre alt. Ne? Einfach älter als du auch sowieso älter als ich. Ja. Das muss man sich mal reinziehen, das ist 40 Jahre alt, das Auto. 40 Jahre alt und erste Karosse und so, ne? Ja, genau. Lacktechnisch ist da ist auf jeden Fall schon mal was dran gemacht worden. Aber was genau, ich bin kein Lackierer, kann ich euch nicht sagen, ob jetzt das Teil und das Teil lackiert worden ist. Ja. Klar hat der Mängel, hätte hier ein Blötsch, ne, und hier so ein bisschen. Warte mal. Das ist typisch Marsrot, das ist ein
so wie ich das jetzt verstanden habe, ein Einkacklack. Also das hier ist jetzt keine Spiegelung, was ihr seht. Nein, das sondern hier ist das durchpoliert. Ja. Ne? Und dann habe ich noch eine lustige Story. Dann hat er gesagt, ja, dann weiß ich nicht, was war Freitags oder so. Und Samstags haben wir uns dann getroffen und sagte am Freitag, ja, mir ist was passiert. Dem ist einer, der hat das Auto dann angemeldet, oder auf kurzer Kennzeichen, ist dem einen hinten reingefahren, ein Fahrrad. Das sieht man auch hier. Das lasse ich auch definitiv wegmachen, weil dafür ist mir das Auto echt so gut. Hier ist er reingefahren. Ich habe da schon ein bisschen rot drüber gemacht, schon mit einem Foul. Da ist er quasi mit dem Fahrrad da, so mit dem Reifen da rein, und dann ist hier da ein Dach reingeflogen, weil das Dach auch offen. Und dann sagt er, könnte ich ihm den Kopf streichen. Ist er da halt reingeflogen. Geil. Ja, das ist halt so. So erzählen die Autos ihre Geschichten. Geil. Wie viel PS hat der? 75. 75 PS, aber der wiegt halt nichts. Nee. Und ich muss schon sagen, also er ist jetzt nicht brutal schnell, nein, aber auf jeden Fall schneller, als man so ein Auto es erwarten, ja, einschätzen, ja, würde. Ja. Würde ich auch sagen. Also es ist kein nicht wie der TT jetzt, ne, ist was ganz anderes. Aber ich brauche das auch nicht mehr, ich habe das alles durch. So vom Zustand muss ich halt echt sagen, das hat mich halt echt abgeholt, das Auto. Der hat keinen, wirklich keinen merklichen Rost. Eine Stelle hinten rechts, das ist auch noch nicht durch, ja. Also damit kann ich auch leben. Der hat auf jeden Fall weniger Rost als mein Crafter, ja? Der auch weniger Rost wie mein TT. Das muss ich auch ganz klar sagen. Weil rosttechnisch, ich habe den auf der Bühne gehabt. Beim Dieter hat man den auf der Bühne. Und dann hatte ich den auch noch beim anderen Kollegen auf der Bühne. Nix. Es war jetzt auch nicht geschweißt. Ne? Also wie viele Kilometer hat der eigentlich? Das kannst du nicht sagen. Also weil jetzt am Tacho stehen 9000, weil das Tacho ist nur fünfstellig. Ach so. Der kann jetzt 109 gelaufen haben. 209. 209, 300, 509, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Da müsste man, ich habe so ein Paket, doch, habe ich sogar. Also wegen Datenschutz können wir jetzt nicht da reinfilmen. Ja, aber ich kann ja mal so machen, ne? Das sind auf jeden Fall hier alles Sachen, die ganzen Eintragungen. Das Dach ist halt auch nicht original. Das ist eingetragen, das Luftfahrwerk ist eingetragen, die Felgen sind jetzt auch eingetragen. Also ist alles in die Trage, da können sie kommen. Und ich habe auch eine spezielle Hupe, die kann ich euch ja mal optisch auch zeigen. Damit zeig mal den Motorraum. Den Motorraum, ihr seht, genau, deswegen die Hupe. So. Und also ich finde, hier sieht man halt ganz klar, da war halt mal jemand dran. Ich weiß auch nicht, der Motorraum sieht für mich auch frisch auslackiert aus. Ich kann es halt nicht sagen, keine Ahnung. War auf jeden Fall einer dran. Der lief halt wie ein Stück Nüsse. Stück Mist. Stück Mist, ja. Erstmal waren die Steuerzeiten verstellt, also Zahnriemen, Lockenwelle, Kurbelwelle, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Und die Zündung hat auch nicht gepasst. Im Original hat die Zündung einen Unterbrecherkontakt, den habe ich rausgeschmissen. Und gegen eine Fullmax-Pickup ist das quasi beim Roller nichts anderes. Hab das dann da reingezimmert, weil dann hast du keinen Verschleiß mehr, halt nur noch Kappe und Finger. Das ist ja ein Verteilerfinger drin. Schon geil. Ja. Dann habe ich da die 70.000 und Base Machine aus dem TT noch reingeschmissen. Und einen 50 Euro eBay CarPlay Radio. Weil das, Digga, ja, Stilbruch, ja, aber ich brauche mein CarPlay. Pech. Das Radio kann ich wieder rausholen, weißt du, was ich meine? Ja, hast du ja noch. Ne, hier ist dann auch die Suppe. Irgendwie 17 Euro, hört schon wie vom Autoscooter. Super. Ja, also wie gesagt, ich habe dann jetzt auch noch einen Service gemacht. Öl, Kerzen, Luftfilter, ich habe es einfach alles gemacht. Ja. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Ich mache das immer, das mega, was die Leute sagen, das kostet einfach nichts. Ja, bis auf hier diese roten Schläuche, ja, bin ich jetzt kein Fan von. Ich habe aber jetzt noch günstig einen Motor gekauft mit Getriebe für 200 Mark. Ja. Ne, das ist einfach auf Reserve. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, sollen wir Tuning betreiben? Ja, doch, auf jeden Fall. Das wäre schon cool. Weil wenn, würde ich ihn umbauen auf 8 V-Kopf vom Golf 3. Damit kennen sich vielleicht auch welche aus. Weil das ist ein Querstromkopf, der hat Einlass und Auslass auf einer Seite quasi. So kannst du dir das vorstellen. Und dann hätte dann hier die Ansaugung. Die vier Vergaser. Ne? Vier, ja, so vier, aber dann auch Nibbis. Doch, ich schwöre. Ja, stell dir vor. Nicht eingetragen. Doch, ist egal. Das muss ja nicht eingetragen werden. Für einen Zweck, ja. Also wenn, würde ich 4W, also 2 sind wir ja 2-2, Doppelweber-Vergaser mit Ansaugung. Weil da, ich sag dir ehrlich, da kriegst du 100, 110 PS raus. Mit das schiebt schon, ne? Ja, muss halt drehen dann, ne? Das Turbolader noch reinbauen. Ja, auch noch. Ja, die Karosse sich. Also der einsachter T-Umbauten gibt es bei dem Auto. Also es hat sich schon mal jemand Mühe gegeben. Es waren aber leider so ein paar Sachen so ein bisschen hobbymäßig halt. Ne? Nicht schlecht, aber wie gesagt, lose Querlenker, Digga, das geht gar nicht. Ne? Das Schöne ist, wenn man jetzt die Haube zumacht, kann es passieren, dass diese Lichtmaske, also hier dieser Grill, ein bisschen rausfällt. Ja, siehst du? Hat er gemacht. Da muss man hinnehmen, dann muss man den wieder da so ein bisschen reintütteln. Also, dann ist er wieder drin. Geile Mufa.
geil aus. Das sieht so geil aus mit deinem Hemd. Wollen Sie einen Staubsauger kaufen? Ja, also erstmal habe ich, der Verkäufer hat mir gesagt, Luftfahrwerk. Dann habe ich schon gesagt, so. Weil eigentlich Luftfahrwerk ist eigentlich immer ziemlich kacke. Es ist jetzt auch nicht komfortabel. Ich will es auch nicht schöner reden, als es ist. Aber es ist auch nicht grausig. Ich bin mal eins gefahren in einem Mercedes, war es, ich glaube SEL. Da wollte der Kunde unbedingt so ein Scheiß Luftfahrwerk rein haben. Ich habe gesagt, lass es bloß sein. Oh mein Gott, da oben ist ein Flugzeug, Digga. Super, oh Junge. Ja, und bei dem war das halt echt furchtbar. Also ich bin auch dafür, was anderes hier reinzuschmeißen, ne? Ganz klar. Aber Gewinde, weil Original, Junge, da bist du hoch wie ein Bus. Schon, ich habe Höhenangst. Hat das Ding ABS nur, ne? Nein, das hat gar nichts. Es hat ein Lenkrad, eine Bremse und eine Gaspedal und eine Schaltung. Ja, richtig. Und auch nur Viergang. Viergang, ne? Ja. Aber Topspeed ist ja trotzdem, also der vierte ist ja übel der ist, lang. Du, ne? Du merkst halt, wenn du jetzt, sagst, jetzt mal durchreißt, dann habe ich ihn getreten und gesagt, kannst du das nicht machen, das ist 40 Jahre alt. Ja, Pech. Vor 40 Jahren hast du ihm auch in die Fresse getreten. Ja, ist so, ja, das hält auch. Und dann bin ich aber, wenn du halt durchrest, so erste, zweite, dritte und von, du hast ja immer so eine Übersetzung, wie viel die Drehzahl wieder fällt. Ich meine, ich habe noch nicht mal ein Drehzahlmesser, aber das hörst du, ja. Und merkst halt, dass von 3 auf 4 die Übersetzung deutlich länger ist, ne? Also die, wie der dann von der Drehzahl zurückgeht. Sag ich mal, der dreht 4000, dann geht der runter auf 2. Also 120 auf der Bahn ist kein Problem. Ja, hast du irgendwas von 160 oder 180 geredet? Ja. Oh, hast du die Cut wieder geknallt? Nee. Cut hat er nicht. Nein, Abgasanlage besteht aus einem Krümmer, einem Rohr und bis nach hinten durch. Ja, aber Endschalldämpfer hat er, oder? Ja, genau. Ob man es glaubt oder nicht, die Leute freuen sich so über dieses Auto, ne? Schüssel, ja. Steht irgendein Ferrari in der Ampel und das Ding, ne? Die kommen alle hier drauf. Ja, ja, das weil ist, die da Bindung zu haben. Ja, ist einfach so. Von früher. Habe ich aber auch von früher noch. Was war denn deine Zeit? Golf 4 müsste das noch irgendwie. Keine Ahnung, meine Zeit war Cars. Ja, da haben die schon Willis mit dem Mofa gemacht. Ja. Sieht man den eigentlich hier die ganze Zeit? Nee. Nee. Ah doch, doch, der hängt hier ein bisschen. Ja, los. Wer arbeitet, ist doch blöd. No, du hast noch ein bisschen Baum. Pech. Das wurde auch einfach radikal abgeschnitten. Ja. Aber so war das früher. Ja, ja. Einfach ein Loch. Du musst dir überlegen, du musst so geisteskrank sein, einfach so ein Loch ins Dach zu flexen und dann dieses scheiß Dach da reinzumachen. Aber ist schon geil. Ja, das ist ultra. Ich feier das. Aber damit sind die Leute früher, was weiß ich, in Türkei Urlaub gefahren, in Spanien. Da war das ja noch nicht so mit der Fliegerei. Naja, stimmt. Ne? Na, 4 Mann, der Kofferraum ist echt riesig von dem Ding. Also das muss ich im Auto lassen. Klar, jetzt ist der ganze Spemmel da drin mit dem Kompressor und so. Ne? Also echt, der ist echt groß. Ja. Fast wie beim Crafter bei mir. Aber nur fast. Dann haben die da ihre Koffer rein, die schmissen die Kinder, ob der Rückbank ein Knallgas. Ne? Ja, ja. Die hinten haben dann immer Kopfstützen. Wenn du einen Auffahrunfall hast, haben die hinter die Flasche die nicht gebrochen. Hier ist hinten rechts nicht der sicherste Platz, das verspreche ich dir. Hup den mal an. Geile Mofa, ne? Das jetzt, ist ganz eigen. Das jetzt gleich mal Top Speed or what? Oh yeah, what? Oh yeah, what? Das Dach lassen wir offen. Aber schief, wo? Damit meine Haare im Wind wehen. Ja, meine sind weggeflogen. Ich habe heute überlegt, beim Motorradfahren, ob ich so eine Hand so berühre, die so aus dem Auto hängt. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das so. Das habe ich jetzt bei Insta gesehen, hat irgendeiner gemacht. Was ist für Rupp? Das ist so nicht. Das ist sogar dicht, Digga. Also klar, wenn du mit dem Hochdruckreiniger beim Waschen, dann musst du aufpassen, ne? Aber so ist das dicht. Wir sind jetzt auf der unbegrenzten Autobahn. Ja, das ist so meine größte Panik, die ich so habe. Oh, siehst du. Schon bei 106. 160? Ich gebe kein Vollgas mehr. Also hier schaffen wir. Gib Gas, Junge. Start, Alter, guck mal. Aber guck mal, wie ruhig der läuft. Ich habe die Reifen gewuchtet. Guck mal, wie ruhig der Lenker ist. 170, 180 haben wir gerade angekratzt. Ja, und jetzt? Ich. Muss ich das Auto noch fahren, ne? Hä? Hau ab. So, mal schlick. Guck. Rückwärts.
Ja, aber so nicht. So, dritte Anfahrer fängt Kupplung an zu stinken. Schade. Ja, auf jeden Fall freigeblasen. Meinst du, das hinter mir stinkt, Alter? Ich war gekatzt, Alter. Gar nichts. Ist einfach ein Rühl. Aber man riecht es auch jetzt, oder? Ja, ja. Abias. Aber den Duft können wir ganz schnell schwinden lassen. Mit der Donut. Mit der Donut. Nee, wie war das? Setzen 6. Setzen 6? Ja, Brigada. Achso, Setzen. Du bist von der Schule geflogen. Ja, so ein Ledertisch mitnehmen müssen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal was anderes. Luis und ich wollten eigentlich was anderes drin. Ich habe gesagt, komm, lass das mal machen. Der Junge macht dir mal den Shit. Ich habe ihm als Aufgabe gegeben, da muss 80er Flair rein. Ist mir ja wie. Ja. Ich hoffe, ich habe das geschafft. War ein cooles Video. Schreibt in die Kommentare, was wir mit dem Ersatzmotor machen sollen. Ja. Ein bisschen Tuning betreiben. Das wäre schon was. Ja. Doch, doch, super. Motor. Alles klar. Tuning. Liebe Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Denk dran, Sperrmüll ist not a crime. Super. Tschüss.